Und damit einen wunderschönen guten Morgen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet hier zum Fernbus-Simulator. Gestern ist ein neues DLC erschienen, welches im Steam für 9,99 € verkauft wird. Der MAN Lions Intercity von DML Studios. Wir finden das eigentlich eine ganz coole Sache. Der sieht nämlich extrem nett aus. Auf jeden Fall mal ein ganz anderes Modell, als was man ja sonst so kennt von dem Fernbus-Simulator. Deswegen dachte ich mir so, komm, wir schauen uns das Ganze mal gemeinsam hier an, damit wir auch mal so einen Grund haben, auch mal den Fernbus-Simulator hier mal auf dem Kanal zu zeigen. Mal gucken, vielleicht entwickelt sich ja hier mehr draus als nur ein Vorstellungsvideo oder sonstiges. Da könnt ihr gerne mal mit dran teilnehmen, wenn ihr mehr sehen möchtet. Das ist ja, wie gesagt, kostet 9,99 €. Wenn ihr diesen kauft auf Steam, bekauft ihr den nicht nur für den Fernbus-Simulator, sondern falls ihr auch den Tourist-Pass-Simulator besitzt, bekommt ihr diesen noch mit dazu. Das finde ich eine ganz coole Sache von TMS Studios, das machen die ja relativ oft, ja, dass man irgendwas kauft und dann das aber halt für beide Simulatoren bekommt. Also zeigt dann aber halt auch nur, dass das Ganze, wie gesagt, ein und das gleiche Spiel fast ist. So, hier haben wir dazu das Repaint the New Lions Intercity. Sieht halt aus wie ein MAN, ein bisschen anders, halt eine andere Form. Aber sonst sieht man es jetzt, sieht er eigentlich aus wie so ein Überlandbus, als wie er so ein Fernbus halt. Aber na gut, das ist mal auf jeden Fall, wie gesagt, mal komplett was anderes. Schauen uns das Ganze, wie gesagt, mal gekonnt hier an. Steigen jetzt hier mal ein, hier in unseren Bus, hier in unseren Intercity. Und hier sehen wir, ne, also das ist, also es könnte tatsächlich, man könnte ihn wahrscheinlich auch als Linienbus irgendwie einsetzen, irgendwie sowas. Könnte man fast vermuten. Hier, Besonderheit, es gibt keine Toilette. Ja, also. Das ist eigentlich eine coole Sache. Ja, wie gesagt, hier können wir sonst die Klappen öffnen. Ne. Aber, wie gesagt, wer den Fernbus-Simulator kennt, der weiß, dass ich hier ja nun nichts Neues präsentiere. Der Fernbus-Simulator, oh mein Gott, der muss jetzt mittlerweile auch schon 2 Jahre alt sein oder sowas. Und ihr seht, Track AR ist mitunter dabei. Also das finde ich eine sehr coole Sache. Ja, wenn wir mal hier die Ziel. Unser Ziel ist nämlich heute Potsdam. Fahren das Ganze von Berlin. Fahren wir jetzt erstmal los und schauen uns das Ganze, wie gesagt, mal an. Potsdam ist eine schöne kleine Route. Ja, da kann man auf jeden Fall mal gut hinfahren. Und ja, ihr seht es halt, ne? Also es ist jetzt halt schon eine relativ coole Sache. Ich muss erstmal Kopfhörer aufsetzen. Ah, so, passt das Ganze, damit ich auch höre. Vom Ton her müsste das jetzt auch passen. Ich musste das Ganze jetzt nochmal neu aufnehmen, da der Spielton doch echt laut ist tatsächlich und man mich so gut wie gar nicht verstanden hat. Ärgerlich. Aber naja, so ist das. So, starten wir mal hier unseren Bus hier, würde ich sagen. So. Dann haben wir das. Machen wir erstmal die Tür zu. Okay. So, was haben wir jetzt hier noch? Die Handbremse fehlt noch, ne? Nochmal, muss ich. Klimaanlage. So, und dann sind wir eigentlich startklar. Ja, im weiteren Spiel war es natürlich auch Track AR unterstützt. Das ist eine relativ coole Sache. Also Track AR, ich glaube, das hätte mich wahrscheinlich von mich persönlich mehr interessiert als VR tatsächlich. Weil VR unterstützt ja halt noch nicht so viele Spiele. Aber das Ganze jetzt hier auch, wie gesagt, der Fernbus-Simulator unterstützt Track AR. Der Tourist-Bus-Simulator übrigens auch, ne? Also falls ihr noch immer noch am Überlegen seid, ob Track AR für euch eine Alternative ist gegenüber VR, dann kann ich sagen, ist auf jeden Fall das Ganze deutlich, also Track AR wird deutlich mehr unterstützt halt als VR. Und das ist eigentlich eine coole Sache, zumal Track AR auch deutlich günstiger ist als eine VR-Brille.
Also das kann man sich dann mal echt mal so ein bisschen überlegen, wem, was man so gerne hätte. Aber ich finde das schon cool, dass du dich hier halt umgucken kannst. Das Ganze, wie gesagt, zeigt ja auch OMSI ganz gut, wie das funktioniert. Ich meine, OMSI ist jetzt nicht mehr die top aktuelle Simulation, aber sogar das unterstützt halt noch Track-AR. Also, ja. Wie gesagt, der Fernbus-Simulator und Tourist-Simulator halt auch. Ja, das Ganze ist natürlich von TMS Studios. Sind natürlich schon bereits bekannt. Die haben schon damals viele Add-ons für den Microsoft Train Simulator gebastelt. Sind jetzt für den neuen The Bus zuständig, über den ja nun heiß viel diskutiert wird. Ja. Da kann man sich zumindest hier mal mit dem Fernbus-Simulator oder auch mit dem Tourist-Bus-Simulator sich mal so das erste Bild auf jeden Fall mal zaubern, wie in etwa so ungefähr später mal so Bus aussehen wird. Und auch performance-technisch muss man sagen, also das sieht ja schon echt gut aus, ja. Die haben auch ein bisschen was an der Grafik verändert, finde ich. Also zum Release hin hat sich doch einiges getan. Also das Spiel war ja damals schon sehr quietschbunt gewesen. Das haben sie tatsächlich verändert, wenn ich mir das jetzt Ganze so mal angucke. Ich muss dazu sagen, ich habe das vor Ewigkeit mal für Microraser TV mal Let's Played und das war halt zum Release hin. Und ÖPNV-Simulation, da haben wir ja den Fernbus-Simulator ja rein noch gar nicht gezeigt. Ich persönlich muss sagen, dass ich den Simulator eigentlich relativ entspannt finde. Er läuft gut, hat eine sehr gute Performance, sieht modern aus. Das Ganze läuft natürlich mit der Unreal Engine und ja, man merkt das halt auch, ne? Also so, wir müssen aber rüber hier. Wir wollen nämlich erstmal unsere Fahrgäste abholen. Ja, und auf jeden Fall TMS Studios damals das Add-on Berlin Subway zum Beispiel gemacht oder auch Linie 51, die ich persönlich sehr, sehr gerne gespielt habe. Denn auch zum Beispiel den Bus-Simulator, ich glaube 2012 war das. Und da hat man eigentlich schon gesehen, dass die Leute eigentlich mehr wollen. Und natürlich die bekannteste Reihe World of Subway. Falls das noch irgendwer von euch kennt. So, da hinten ist unsere Haltestelle. Habt ihr gesehen. So. So, ich muss mal ganz kurz hier, zack, und die Türe auf. So, dann ein Login erstmal in unserem Handy, TTK. So, und dann lassen wir mal Fahrgäste einsteigen. Hallo, hier ist mein Ticket. Danke. Fahren Sie in meine Richtung? Auf geht's. Hallo, Sie wollen bestimmt. Ciao. Servus, das Ticket. Bitte schön. Zum Release sahen die Menschen da ganz, ganz anders aus. Also hier haben sie auch ein bisschen was getan. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass sie jetzt deutlich schöner sind, aber sie sehen auf jeden Fall deutlich anders aus als noch zum Release. Sie wollen alle ein Ticket kaufen, ne? Ja. Schauen wir mal, Potsdam. So, und zwar in Potsdam. Sehr freundlich. Ne? Ciao, ich müsste noch ein Ticket bei Ihnen kaufen. Du willst auch nach Potsdam? Ja, dann ab nach Potsdam.
So, denn alle drin, wir haben noch genug Platz. So, dann wenn wir mal erstmal WLAN anmachen und alles sowas. Okay, na denn. So, ich muss ja erstmal kurz wieder. So. Oh. Das war falsche Taste. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We're always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. So, habt ihr jetzt die Ansage gehört? Deswegen war ich jetzt die ganze Zeit beruhigt gewesen, um den Kollegen mal da nicht reinzusprechen. Das ist nämlich die Stimme von TMS Studios. Ja, ich glaube, ich habe eigentlich alles gesagt, so rund um TMS Studios. Wie gesagt, das neue Projekt, was wir jetzt ja nun anstreben, ist gibt ja... Gibt es hier keine Heizung? Oh, doch, gibt es. Aber jetzt gerade nicht. Jetzt regnet es auch noch. Was soll das? Oh Gott. Ich weiß nicht, wo die Scheibenwischer sind. Nein! Hab ich die schon eingestellt? Ich weiß es gar nicht. Oh Gott. Normalerweise ist sie der Taste W, aber da passiert leider nichts. Das sieht cool aus, ne? Schaut mal. Was so mit dem Regen aussieht.
Aber man kann schon sagen, dass auf jeden Fall der Fernbus-Simulator absolut keine hässliche Simulation ist. Ich sag, wenn man sich so dann später mal Sebastian vorstellen kann, ich denke mal, dann sind wir da eigentlich relativ gut dabei, wie das Ganze mal so später zukünftig mal aussehen wird. Zum Regen hier, das fetzt auch schon ziemlich, wie das aussieht, ne? Wie das so an den Fensterscheiben auf jeden Fall so haftet, der Regen, das sieht schon, ja, das sieht schon auf jeden Fall sehr nett aus. Ja, also kann man absolut nicht meckern, also wie das Ganze so ausschaut. Also deswegen auch heute kriege ich ja immer noch mal so die eine oder andere Nachricht, so, was, du spielst den Fernbus-Simulator? Also ich persönlich muss dazu sagen, dass ich eher so gegen den Tourist-Bus-Simulator jetzt nicht ganz so glücklich werde, also mit dem werde ich so nicht warm, aber so mit dem Fernbus-Simulator hatte ich persönlich eigentlich da nie große Probleme gehabt, dass ich gesagt habe, so, ne, also gar nicht. Wie gesagt, ich habe den auch schon etliche Folgen auf Micro, du hast es TV aufgenommen, gespielt. Also, ich muss jetzt sagen, ich hätte den Ring jetzt ein bisschen überrascht und die nicht findende Scheibenwischertaste. Ist doch an, oder? Ach, eine Fehlfunktion. Ja, sonst ist halt an. Könnte man nicht mal. Ich dachte, man konnte früher mal irgendwie hier mit der Maus hier so ein bisschen rumhantieren. Oh Gottes Willen. Jetzt kann ich auch nicht mehr nach unten gucken. Das ist jetzt alles nicht wahr. Ja. Keine Ahnung. Ja. Hast du Pech? Kann ich jetzt nicht ändern. Früher dachte ich mal, ging das irgendwie, dass man mit der Maus halt irgendwie noch irgendwelche Sachen einstellen konnte. Aber das ist irgendwie gerade auch nicht auffindbar. Ja, das ist halt schon Ewigkeiten, dass ich den. Oh, komm runter.
Oh, habe ich überhaupt auf Fahrtstart gedrückt? Nö, ja, gut. Das hat wohl nicht so ganz funktioniert, würde ich sagen. Ist ja erste Folge, da darf das alles so passieren. So, aber wir kriegen trotzdem eine Auswertung. So sieht es also aus. Ökonomie ist alles soweit im grünen Bereich. Ungültige Tickets verkauft, Kontakt mit Zentrale. Was auch immer das bedeuten soll, Kontakt mit Zentrale. Überpünktlich waren wir auch nicht. Pausenqualität, Zip, Verkehrsregeln. Es schaut ganz gut aus und hier haben wir minus 1, weil wir auf der Straße gefahren sind. Macht Sinn. Ja, Leute, das war auf jeden Fall die erste Folge vom Fernbus-Simulator. Wie gesagt, wenn ihr mehr sehen möchtet, dann, wie gesagt, schreibt das in die Kommentare. Sonst bleibt es hier erstmal nur so bei so einem kleinen Angezockt-Video. Spätestens zum Frankreich-DLC werden wir uns das Ganze nochmal anschauen, denke ich mal stark. Bedanke mich natürlich, dass ihr dabei wart und hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Damit, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.